Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu Spider-Man. Wir sind gerade eigentlich auf dem Weg, ein Gebäude von Lee aufzusuchen, aber in der Zwischenzeit muss ich natürlich wieder der ein oder anderen Aufgabe in der Stadt nachgehen und irgendwie will diese Frau hier was von mir. Los geht's, sehr schön. Achso, ich kann abklatschen mit ihr. Ja, eine aktuelle Nebenaufgabe, die ich gerade aufgedeckt habe, beinhaltet Tauben sammeln und dem gehe ich gerade nach, das zumindest in den Vierteln zu tun, wo ich schon war. Das heißt, drei Tauben noch, vier glaube ich, fünf, bis ich mich dem widmen kann. Oder dem Viertel widmen kann, wo ich gerade eigentlich bin. Einmal die Straßenseite wechseln. Aua, hat nicht ganz so gut geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Meine Anzugkraft ist wieder bereit. Immerhin das. Eine Taube von Howard. Eine Taube von Howard. Ah, sie kommt mir genau entgegen. Oh nein, die war schon in Fangreichweite und dann habe ich es verbaselt. Nicht festhalten, Spidey, du sollst schwingen, so kann es doch nichts geben. Boah, ich kriege einen Anfall, bleib stehen. Süße. Da ist sie doch. Spider-Man. Es fühlt sich. Gerade kam Rosa zu ihren Brüdern und Schwestern. Ich helfe gern. Du kennst die Kleinen ja ganz schön gut, was? Das bleibt nicht aus. Sandra kannte sie immer am besten. Sandra? Oh, meine Frau. Sag Sandra, dass sie schöne Vögel hat. Oh ja, natürlich, Spider-Man. Danke nochmal. Und bitte, such weiter. Alle Einheiten 1043. Maskierte Terroristen entführen Zivilbus. Beim Meatpacking District wurde ein Vorfall gemeldet. Ach, jetzt geht doch. Ach, Spider-Man. Willst du mich veräppeln? Jetzt lass die Wand los. So, Freunde. So. Das ist mal gut hier mit Schießerei. Ich bin unverwundbar, so. Irgendwie gerade ein bisschen unübersichtlich hier. Wer schießt denn hier noch auf mich? Das hier ist die Polizei. Ach, da rennt noch einer rum. Die Dämonen werden immer brutaler. Kaum zu glauben, dass Martin Lee hinter all dem steckt. Okay, vier lautlose Takedowns hätte ich machen müssen und Feinde auf andere Feinde werfen. Okay, da war ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet.
War irgendwie eh ziemlich unübersichtlich und chaotisch, diese Schießerei, dadurch, dass die Polizisten auch noch mitgeschossen haben. Oh Mann! Show zum allerersten Mal preisgeben! Nach dem brutalen und feigen Anschlag aufs Rathaus, bei dem ich fast ums Leben gekommen wäre, ist es klar, dass unsere untergesetzte Polizei Hilfe braucht. Und ich versichere den Einwohnern von New York, dass ich sie ihnen geben werde. Meine Worte! Alle haben gehört, wie ich gesagt habe. Sie greifen meine Idee auf, Cops aus Lake Placid herzubringen? Nein, obwohl die Idee... Nein, das wäre eine Sicherheitsfirma, wie sie auch unser Militär nutzt, um unsere Truppen in Übersee zu unterstützen. Der Name muss warten, bis der Vertrag steht, aber ihre Qualifikationen sind tadellos. Das klingt grandios, Herr Bürgermeister. Obwohl ich erst mein endgültiges Urteil abgeben kann, wenn ich alle Fakten kenne. Genau das erwarte ich auch. Und ich betone, dass wir unsere Gesetzeshüter auf keinen Fall ersetzen wollen. Wir ergänzen sie nur. Auf unbürokratische, aber äußerst effektive Art und Weise. Effektiv klingt großartig. Wie gut, dass ich nun Gelegenheit habe, Ihnen meine Theorie über die Zusammenarbeit von Spider-Man mit den Dämonen zu unterbreiten. Und die Theorie ist faszinierend, sicher. Aber meine Ärzte raten mir, mich jetzt auszuruhen. Also wenn ich darf... Oh, selbstverständlich. Danke für Ihren Anruf, Herr Bürgermeister. Meine Leitung ist immer für Sie offen. Jared, hast du gehört? Hard, aber fair! Das ist unser neuer Slogan. Mir egal, wen sonst noch verwendet! Okay, der Just the Facts-Typ ist also ein ehemaliger Herausgeber vom Bugle. Das war mir noch gar nicht so klar. Und Norman Osborn möchte, um die Polizei zu unterstützen, eine private Sicherheitsfirma engagieren. Das sieht doch auch schon wieder sehr zwielichtig aus. Und ich bin echt mal gespannt, ob Norman innerhalb des Spiels noch zum Green Goblin wird oder Harry als Green Goblin auftaucht. Aber ich glaube, zuerst war es ja Norman gewesen. Genauso wie ich auch gespannt bin, ob Dr. Octopus auch noch zu Doc Ock wird. Achtung, Einheiten. Maskierte Terroristen haben Bombe gelegt. Eine Bombe wurde gelegt. Gott sei Dank. Dämonen haben Bomben überall im Gebäude gelegt, aber wir kommen nicht ran. Zeigen Sie mir den Weg, Officer. Ich schaff das. Wir haben das Hauptgerät gefunden. Deaktiviere es, dann spuckt es einen Schlüssel aus. Damit kannst du die Nebengeräte finden und deaktivieren. Okay. Halten Sie Ihre Männer raus. Ich melde mich dann. Jo. Stopp das Verbrechen in 3 Minuten. Stoße oder wirf 3 Gegner vom Gebäude. Okay. Muss ich jetzt darauf oder wie? Oder muss ich hier unten rein? Ich vermute, ich muss darauf, oder? Dann lauf doch mal, Spidey. Ab wann zählt denn der Timer mit den 3 Minuten? So, tschüss. Tschüss. Oh. Aua. Tschüss.
So, ich habe alle drei, die ich brauche, vom Gebäude gestoßen. Mann! Oh Mann, jetzt schwingt aber ein bisschen sehr viel durch die Gegend. Okay, hol ich mir mal den Schlüssel. Jetzt bloß keine feuchten Hände. Ach, das muss ich auch noch machen. Am besten auch innerhalb der Zeit noch, oder wie? So. Ich habe minus 2, das heißt, ich brauche noch plus 4 insgesamt. Perfekt, oder? Ach shit, ich brauche also noch einen mehr. Oder hier irgendwo noch eine minus 2, dann läuft es doch auch. Geschafft. Mist, Totmann-Schalter. Die anderen Bomben sind scharf. Ich muss sie entschärfen, bevor sie hochgehen. Juhu! Jetzt übernehmen wir. Sehr gut, Officer. Ich helfe immer, wo ich kann. So, ich war eigentlich gerade auf dem Weg zur Taube hier, oder? So, hier ist mein neuestes, meine Hauptaufgabe. Ich dachte, das wäre in dem oberen Viertel da gewesen. Na gut, dann werde ich das obere Viertel doch noch ein bisschen auslassen. Dann habe ich die Türme da immerhin schon mal entdeckt. Aber dem werde ich erst nachgehen, wenn mich die Hauptaufgabe auch in dieses obere Viertel da führen wird. Ja. In dem Laster ist eine Bombe. Ich muss sie entschärfen. Verstärkung. Zieht ihr Dämonen eigentlich die Masken an, wenn ihr ankommt, oder lauft ihr immer so rum? Mensch! Boah, was ist das denn für eine Zicke? Ey, hallo? Boah, das war jetzt aber echt nochmal eine schwierige Geburt hier gewesen. Meine Fresse.
Genau, die Tauben wollte ich noch machen. Taubenalarm. Nicht wegfliegen, bitte! Ach, komm schon. Die Taube kennt sich in der Stadt besser aus als ich. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, vom Boden abzuheben. Hab dich. Und auf zur nächsten Taube. Wer hat das vorher gesagt? Dennis. Hör auf. Sagst du meinem Kind hallo? Verfügbare Einheiten, Drogendeal gemeldet. Officer im Bereich Columbia benötigt. Wo ist denn der Deal? Zeig uns dein Gesicht, du selbsternannter Held. Hä? Mir langsam mal Martin Lee vornehmen. Ist doch da oben auf dem Dach, da war ich doch gerade, oder? Gute Nacht! Heul nicht, wenn ich dir die Knochen breche! Autsch. Autsch. Ah, Fisk. Mann. Pusher im Griff. Moment, was ist das für ein Gefühl? Sollte ich ihn vermissen? Nein. Hier ist auch noch ein Katzenrätsel. Nur die Ruhe, Jungs. Ein netter Gefängniswagen ist schon bald hier. Ah, wieder verpasst. Du fragst dich sicher, warum ich wieder im Spiel bin. Der Pfad der Tugend ist langweilig. Mein Ziel ist 50 Millionen. Eine schöne runde Summe, oder? Es müsste doch eigentlich da sein, wo auch ihr gekritzelt ist, oder? Ach, da ist es ja. Hallo, Cat. Aber wenn du mich vorher erwischst, gebe ich alles wieder zurück und werd brav. Meine Zukunft liegt in deiner Hand, Spinne. Ist klar. Oh. Wirf 3 Objekte auf Gegner. Ja, das kriege ich ja wohl hin. Okay, Typen zählen nicht als Objekte. Gibt's hier noch irgendwo Objekte? Ach Mann!
Ach, Junge. Ja, man merkt gerade, ich versuche auch die Objektaufgabe zu machen, aber hier gibt es keine Objekte. So. Du gibst jetzt mal als erstes ruhig hier. Hier unten ist auch noch so einer dabei. Ich sehe überhaupt nichts. Was ist denn das hier für eine Kackecke? Mensch. Lebe durch Prügel, sterbe durch Prügel. Oh Mann, echt, ey. Eine Taube. Oh, weg ist sie. Bis dann, Spider-Man. Oh Mann. Da ist sie. Okay, da ist auch nochmal so ein Katzending. Oh, Spider-Man, du bist klasse. Vanessa ist auch angekommen. Ich liebe die Namen. Freut sich Sandra, dass sie wieder da sind? Tja. Kommen die denn jetzt her? Sie ist leider nicht mehr unter uns. Krebs, weißt du. Howard, das tut mir so leid. Oh, schon okay. Man soll leben, nicht Trübsal blasen. Das hat sie nach der Diagnose gesagt. Ab und zu muss ich mir das ins Gedächtnis rufen. Kannst du weitersuchen? Diese Vögel zu finden bedeutet mir wirklich viel. Danke, Spider-Man. Klar, mache ich. Jetzt, wo ich schon einmal angefangen habe, werde ich das wohl auch fortführen. So, das hier wollte ich einmal skillen. Verbessert den Takedown. Upsa. Hier wollte ich eigentlich auch nochmal hin, um die Raketen zurückzuwerfen und geworfen fügen allen Gegnern in der Nähe Schaden zu. Machen wir erstmal das und dann begebe ich mich doch nochmal an die Waffen. Fürchte nur, wenn ich jetzt zu der Katzenaufgabe will, dass ich direkt in das Gebiet von der Hauptaufgabe reinfliege und es dann erstmal abgebrochen wird. Aber schauen wir mal. Im Moment scheint die Hauptaufgabe ja etwas weiter rechts zu sein und ich komme von links. Vielleicht passt es ja. Alle Einheiten, wir verfolgen ein Laster, in dem wohl eine Bombe ist. Officer bei Devil's Shelf, bitte zum Tatort. Mal wieder ein Bombenlaster in der Stadt unterwegs. Dann werde ich mir auch den mal krallen. Die Dämonen sind Selbstmörder. Da ist eine Bombe im ersten Auto. Autodieb-Anlieferung. Moment.
Bombe im Laster. Ich muss sie von den Zivilisten wegbringen. Jo. Die Dämonen haben Verstärkung geschickt. Ich hatte schon befürchtet, ich hätte gewonnen. Nicht mit mir, mein Freund. Die Dämonen zahlen sicher jede Menge Versicherung. So, aber das ist genau der Grund, warum ich die Schnellreise eigentlich nicht nutzen möchte, ne? Damit ich diese Verbrechen halt nicht verpasse zwischenzeitlich. Außerdem ist es auch ganz stylisch, sich hier so durch die Stadt zu schwingen. Das muss man ja auch mal sagen. Gott, schon wieder ein Verbrechen. Man kommt hier auch einfach zu nichts. Vor kurzem haben die Dämonen einen weiteren abscheulichen Terrorakt begangen, indem sie die Fahrgäste eines Reisebusses entführt haben. Wir haben einen dieser Fahrgäste bei uns. Mrs. Edna Packer aus dieser Einheit in Soka. Was? So. Die Dämonen sind besiegt. Sie können übernehmen, Officer. Jo. So, nächster Anlauf für das Katzenrätsel. Der war gut. Gern geschehen, Officer. Felicia hat ihr Ziel fast erreicht. Ich muss das beenden. Und zwar schnell. Hier wimmelt es von Bankern. Das perfekte Ziel. Ist das ihr Graffiti? Aber es vibriert auch nirgendwo. Aber ich hätte jetzt doch schon vermutet, dass das ihr Graffiti ist, oder? Ah, hier vibriert es irgendwo. Ach, da ist auch ihr Graffiti. Ach, da. Na bitte. Offensichtlich kennt sie sich hier aus. Und da fällt mir ein, wie ich sie erwischen kann.
Na gut, das ist doch eine schöne Stelle zum Aufhören. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.